So, willkommen nochmal zu Berns Grün, WK2 Klasse, 40 Kubik, wassergekühlt. Wir gehen gleich in die Startaufstellung. Erster ist der Moritz Jenkner, zweiter der Thorsten Leutheusser, dritter ich, Christian Richter. Ich filme. So, das ist der Start. Ich komme sehr schlecht weg. Ich muss nochmal ein bisschen was an meine Kupplung machen, werde gleich von zwei Leuten überholt. Ich merke hier schon, Kupplung kommt irgendwie nicht richtig, kommt zu spät, würde ich sagen. Das wird aber Gott sei Dank besser beim Fahren, dadurch, dass es wärmer wird. Und kann dann ab der zweiten Runde eigentlich recht gut folgen. Na, jetzt setze ich erstmal hinterher. Habe mich so ein bisschen geärgert, dass ich gleich zwei Startplätze verloren habe. Aber ab jetzt wird es eigentlich lustig. Macht richtig Spaß, das Rennen. Muss ordentlich kämpfen. Kleinen Sturz sehen wir dann auch noch von mir. Fahren kann ich gut mithalten mit der B2, das ist okay. Das passt alles. Beim Rausbeschleunigen auch. Also nicht schlechter oder besser als wie die anderen Bikes, die vor mir fahren. Die Kupplung fängt jetzt an, immer besser zu funktionieren. Besser rausbeschleunigen als noch in der ersten Runde. Versuche langsam den Michael zu kriegen, der vor mir fährt. Läuft eigentlich sehr gut alles. Kommen wir langsam näher. So, jetzt schön ransetzen, hinterbleiben. So, jetzt dranbleiben, ganz wichtig. Voll am Gas bleiben. Jetzt versuche ich mehr Schwung mitzunehmen. Das klappt auch. Kann mich innen vorbeisetzen. Oder durchsetzen innen. So. Jetzt versuchen wir es mit dem nächsten Kandidaten. So, jetzt gehe ich eigentlich eine weite Außenlinie. Jetzt berühren wir uns das erste Mal. Zweite Mal da habe ich einen leichten Rammstoß gekriegt, musste auf den Rasen. Gebe Gas, packe mich dadurch lang auf den Rasen, muss wieder rauf aufs Bike. Da kommen die anderen an. Muss ein bisschen aufpassen, dass ich die natürlich nicht so behindere. Will natürlich auch nicht Plätze verlieren. Hat meiner Ansicht ganz gut gepasst. Habe jetzt aber natürlich, ich glaube, drei Plätze oder vier Plätze waren es, die ich jetzt verloren habe. Und ab jetzt fange ich richtig an zu kämpfen. Die B2 geht gut. Markus vor mir, der war irgendwie ein harter Gegner. Er geht komische Linien gefahren. Also echt Schwierigkeiten dran vorbeizukommen. Hat länger gedauert, als ich gedacht hätte. So, da habe ich gleich die Lücke genutzt und gleich mit überholt. Jetzt haben wir beide einen überholt. Ein Platz wieder gewonnen.
Markus seine B1, die geht auch gut. Markus einen kleinen Fehler gemacht, mussten wir beide vom Gas gehen. Vollgeraden dranbleiben, ganz wichtig. Und wieder das gleiche Spiel über 50 Kubik. Innen dran vorbei, in der Geraden. Hat auch sehr gut geklappt hier. So, und versuchen den nächsten Gegner zu kriegen. Aufzuholen erstmal. So, da vorne kommt noch einer. So, das war kein Problem. Das war, glaube ich, auch ein Nachzügler. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Jetzt auf jeden Fall riesen Spaß gemacht mit der B2 auch, wie sie gearbeitet hat. Das ist, wenn man das so sagen kann, bei einer B2. Also hat schon Spaß gemacht. So, da hat wohl einer länger übersetzt als ich. So, aber habe jetzt natürlich Vorteile beim Rausbeschleunigen. So. Passt. Auch vorbei. Erstmal allein auf weiter Flur, kann niemanden sehen. Gebe natürlich weiterhin alles. Die vorne sind natürlich weg komplett. Durch den Sturz, den ich hatte. Die werde ich auch nicht mehr kriegen, ganz klar. Aber mir macht das Fahren einfach auch Spaß im Moment. Läuft gut, macht Spaß. So, ich bleibe wieder nach unten, versuche mich klein zu machen auf dem Motorrad. In der Hoffnung, dass es ein bisschen was bringt. Oh, da ist ein Ausfall. Gelbe Flagge, ein bisschen langsamer machen, aufpassen. War aber alles kein Problem. Auf Wassertemperatur gerade geguckt, alles im grünen Bereich, alles okay. Na, da habe ich einen Fehler gemacht, da war ich ein bisschen zu schnell, ein bisschen zu weit rausgetragen. Gleich beide Kurven versaut deswegen. Da vorne sehe ich schon wieder welche. Das ist natürlich auch wieder ein Ansporn. Schneller, schneller, schneller. Versuchen die noch zu kriegen. Ja, den hat man glaube ich schon mal. Das ist jetzt wieder eine Überrundung. Auch kein Problem. Super Platz gemacht.
W2-Rennen gut, macht richtig Spaß. Man wird zwar immer ein bisschen mehr drauf rumgeschüttelt auf dem Bike, aber läuft doch gut. Aber das war schon, wenn es zu Ende. Vierter bin ich noch geworden. Nach dem Ausrutscher. Naja. So, das war's schon. Ende. So eine B2 geht auch gut.